Hallihallo, Hallöchen mit recht herzlich willkommen hier zurück zum Mannschaftsbus-Simulator, Fernbus-Simulator. Ja, hier halt alles einfügen, was wir gerade spielen. Wir befinden uns jetzt heute immer noch in Hannover. Das ist in Wolfsburg, sorry, nix Hannover. Stand nur immer in meinen Kommentaren. Wir müssen jetzt nach München fahren. Yay. Es ist kein bisschen weit, wir fahren noch kein bisschen über Nacht wahrscheinlich. Ja, das freut mich sehr. Wir werden einfach eine Strecke lang fahren und versuchen, das irgendwie hinzubekommen. So, dann läuft das schon mal. Wir brauchen hier. Ich weiß nicht, ob es jetzt gespeichert hat von letztem Mal. Hat er noch nicht. Machen wir hier mal Fahrgastlicht, Lese, wenn sie wollen, WC, Küche, WLAN auch. Und dann gucken wir mal, ne? Dann, also wir haben viele Leute an Bord. Und die müssen uns eben diese Strecke hier zurück transportieren. Tieren. Nö, so ist es. Also, die machen auch Geräusche. Ich habe sie in diesen Automatik leiser gestellt, die nur schon so komisch. Also, ich habe erst mal gedacht, habe ich noch irgendwie Video laufen oder höre ich Geister? Nein, das sind die Fernbus-Fahrgäste. Von daher, ja. So ist es. Damit müssen wir jetzt irgendwie versuchen, klarzukommen. Aber hey, das sind ja unsere Premium-VIP-Gäste. Premium mit B. Wie Bremen. Premium-VIP-Gäste, von daher ist das vollkommen in Ordnung, dass sie das machen. Und wir fahren einfach mal ganz gemütlich hier durch die Gegend. So, dann fahren wir einmal rum. Ja, könnt ihr gerne alle hupen. Aber ist doch gar nichts Schlimmes passiert. So, jetzt hören wir ein bisschen was von draußen. Ein bisschen. Finde ich auf jeden Fall ganz gut. Also, das Update ist, das DLC, ist der Downloadable Content, deswegen echt der DLC, ist freigeschaltet worden, ist veröffentlicht jetzt auch für alle. Ja, ne, das hat irgendwie anscheinend ein bisschen länger gedauert, wie ich gesehen habe, aber auf jeden Fall ist er jetzt da, falls ihr euch das eben auch selber mal anschauen wollt. Nur weil wir die ersten zwei Fahrten ja quasi noch in der Pre-Release-Version gefahren sind. Boah, heute ist schwierig. Genau. Und jetzt fahren wir eben in der Release-Version. Was ich mir jetzt noch ganz kurz eingestellt habe, was man im Handy einstellen kann, ist, dass wir die Tooltips unten jetzt zumindest für die Fahrt nicht mehr haben. Heißt, wir fahren jetzt hier mal komplett ohne Hinweise oder sowas. Also wir fahren es mal komplett nur mit. Aber schon schickes Wetter. Also wir fahren es mal komplett ohne irgendwelche zusätzlichen Informationen auf dem Display. Sogar ohne Navi. Das Navi haben wir uns auch mal das ganz normale genutzt. Ich denke, das ist vielleicht eine ganz schöne Sache. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier irgendwie aus der Stadt rauskommen. Achso, wir müssen ja direkt hier, gell? Man kann sagen, Blinker geht nicht, aber Blinker funktioniert. Und dann müssen wir echt mal schauen. Wir haben auch von jedem Snack- und Getränke-Dings 20 gekauft. Und haben bemerkt, dass das alles relativ teuer war. Ich weiß nicht, was das für ein Shop ist, aber er ist sehr teuer. Nächstes Mal gehen wir auf einen anderen Supermarkt. Ja, das ist wahrscheinlich die bessere Idee. Auf jeden Fall schauen wir dann eben, was gut geht. Davon kaufen wir dann irgendwie mehr. Und ansonsten glaube ich, dass es eigentlich halt sonst, es könnte gut knapp werden. Also ich weiß jetzt nicht, worauf wir eben tanken müssen. Wie das mit der Wartung so läuft. Ob wir das eben tatsächlich relativ oft machen müssen. Denn ich hätte oft Unfälle baut er wahrscheinlich schon. Aber das versucht man natürlich tunlichst zu vermeiden. Aber manchmal lässt sich es halt irgendwie nicht ganz vermeiden, vor allem weil man selber nicht ganz so akkurat bremsen kann, wie die KI das kann. Es ist manchmal ein bisschen das Problem an der Sache. Aber ach guck mal, der Bahnhof, den kennen wir auch noch von früher. Ach schön. Und dann geht's gleich, die fällt auch nicht gut. Dann geht's jetzt gleich auf die Autobahn und dann, ja, fahren wir halt ein paar Folgen. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen auch in den Kommentaren gewühlt. Also das mit der Fahrt drin lassen, das ist prinzipiell mal keine schlechte Idee. Man muss halt am besten irgendwas zum Quatschen haben. Und dann kann man das eben so ein bisschen ganz gemütlich nutzen. Im Prinzip haben wir das im Fernbus-Simulator damals auch alles nicht anders gemacht. Da sind wir auch die ganzen Strecken gefahren. Da konnte ich mir allerdings mal aussuchen, dass wir... Oje, das ist jetzt aber irgendwie kritisch. Auch wegen der Leitplanke. Genau, das ist mal der eine Punkt. Können wir denn irgendwie. Okay, das wäre noch so ein bisschen High-End-Licht. Fernlicht habe ich jetzt nicht belegt. Was auch immer ich gerade verstelle, es ist
keine gute Idee, dran rumzudrücken. Habe ich das Portal eingestellt? Irgendwas liegt da drauf, in dem ich nicht weiß, was es ist. Okay. Und es triggert auch kein Dings, was wollte ich sagen? Es triggert auch kein, guck mal, du hast das gerade das und das verändert. Das ist ja diese Kamera, wenn man jetzt hier irgendwie das Fenster macht. Auch wenn sie ein bisschen falsch eingestellt ist, aber ist egal. Auf jeden Fall ist das eigentlich die Kamera, die auf das offene Fenster zeigt, damit man sieht, was man gemacht hat. Bei Türen funktioniert das ja zum Beispiel ganz gut. Aber da haben wir das jetzt nicht. Aber ich glaube, wir kommen auch so einigermaßen aus. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu dunkel wird. Wird es aber wahrscheinlich. Das heißt, wir fahren es auch noch eben hier so ein bisschen bei Nacht. So nebelig ist ja eigentlich nicht, aber so ein kleinen Ticken heller, das ist, glaube ich, ganz angenehm. Ach, Klimaanlage. Ich habe schon, dass das Fernlicht leuchtet. Ding ist okay. Also waschen müssen wir den Bus halt auf jeden Fall mal irgendwann. Ich vermute mal, das ist eine Sache, die wir relativ häufig machen müssen. Wird dann aber hoffentlich auch nicht ganz so teuer sein. Weil sonst geht das gut ins Geld. Jetzt sind wir echt in dem... Oh, 5 Minuten sind wir jetzt keinen Meter weitergekommen, gefühlt. Also wir haben jetzt halt, wenn wir mal ganz kurz gucken, Navigation. 600 Kilometer vor uns. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich die Sicht einstellen. So, den Press brauchen wir im Prinzip komplett nicht. Jetzt den Spiegel, ey. Das kriegen wir alles so hin. Wir sind Profibusfahrer. Vor allem frage ich mich jetzt gerade, wie ich ein Thumbnail machen soll bei dem Wetter. Naja, gut. So ist ein Stoppschild. Ja, passt schon. Haben wir gesehen. Haben wir akzeptiert. So, zur Kenntnis genommen. Oh, da hätte es eine Leitplanke sein können und ich hätte versemmelt. Ich bin Profibusfahrer, deswegen bin ich vollkommen geeignet für diesen Profi-Fußballverein, Fahrer zu sein. Aber ich habe jetzt mit der Zeit festgestellt, dass es jetzt nicht unbedingt eine Parallele zwischen der Einschätzung des Vereins, also wie erfolgreich der zurzeit ist und unser Budget gibt, sondern das ist ausschließlich, also es ist so eine These von mir, dass es vielleicht damit zusammenhängen könnte, wie weit wir fahren müssen, also welche Strecken wir zu erwarten haben. Wenn wir jetzt den Verein irgendwo in Mitteldeutschland fahren, dann haben wir natürlich weniger Kosten durch, weniger lange Reisen und weniger Wartung und so Zeug, weniger Verschleiß. Und deswegen ist es da vielleicht ein bisschen günstiger. Und ja, also das ist quasi nicht so eine Schwierigkeitsstufe gestaffelt. Ach, guck mal, die hat das meiste Geld, das ist am einfachsten. Sondern dass es vielleicht tatsächlich so sein könnte. Der mit der längsten Strecke und dem weitesten Anfahrtsweg, weil er eben am letzten Zipfel von Deutschland wohnt und dann damit halt eben im Schnitt immer den weitesten Anfahrtsweg hat, dass der dann eben, ja, ne, die meiste Kohle kriegt. Das heißt, wir haben uns natürlich den Verein ausgesucht, wo wir die weitesten Strecken fahren können, was für das Let's Play so ziemlich das Unoptimalste ist, was es gibt. Ich bin mit dieser Wahl sehr zufrieden, bin sehr stolz auf mich. Ja, das ist der Punkt. Habe ich toll gemacht, oder? Es ist super. Ich wüsste doch gar nicht, wie die Scheibenwischer angehen. Für den Fall, dass wir mal ganz kurz ein bisschen die Scheibe sauber machen wollen. Ah, das passt schon. Das sieht schon okay aus. Sehen wir jetzt ein bisschen was, schon mal so ein bisschen was an Verschmutzung. Das ist auch okay. Das ist ja ganz natürlich. Das ist vollkommen okay. Braucht sich die Scheibe gar nicht schlecht vorkommen dafür. Das ist ein ganz normales Verhalten einer Scheibe, dass sie dreckig wird. Und die da hinten, ich glaube, irgendwann kann man auch mal das Licht aus dem... Ah, das ist schon irgendwie so halb aus. Okay. Das Licht so ein bisschen reduzieren, damit eben die jetzt schlafen können. Ne? Falls die schlafen wollen, falls die kaputt sind oder die feiern. Ich weiß es nicht, was die da so machen. Aber was ich komisch finde, ist, dass der Bus jetzt halt eben diese Viererbestuhlung hat, was ich ja für längere Fahrten eher unpraktisch finde. Also ich weiß nicht, ich persönlich fahre nicht gern rückwärts. Das geht wahrscheinlich relativ vielen so. Aber da ist es irgendwie so, gut, das ist halt so der Party-Mode irgendwie. Das ist halt schon irgendwo okay, aber ja, keine Ahnung. Man hat natürlich auch irgendwie so zumindest mal insgesamt mehr Beinfreiheit, muss man natürlich mit dem gegenüberliegenden Typ teilen, aber da gibt es auch die Leute, die ihre Füße ganz gerne so quasi bis unter deinen Stuhl schieben, wenn sie dir gegenüber sitzen. Das ist so die eine Gruppe Menschen und die andere Gruppe Menschen, die ja, hält ganz zurückhaltend ihre Füße auch unter ihrem eigenen Stuhl und somit sind da dann zwei Paar Füße und da drüben dann gar keine. Sehr gut verteilt, das ist ganz gerecht. So funktioniert Gesellschaft. Ja, es ist eine super Sache. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es dunkel hier wird. Weiß ich nicht, weil ich schon lange nicht mehr bin gefahren.
So, guck mal, das ist genau die Situation, wo auch Mittelspurschleicher scheiße sind. Angenommen, wir wären so ein Ticken langsamer, dann würde ich jetzt hier auf den LKW auffahren und könnte, hätte keine Möglichkeit, da richtig rauszufahren, weil, ja, ich habe da links neben mir diesen Schwall an Autos. Das ist immer so ein bisschen ein Problem. So, ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Anscheinend abfahren, okay. Wann werden wir es tun? Leipzig, Magdeburg, so. Die bremsen alle. Kräftig. Ja, okay. Kann man schon mal machen. Vor allem mit Fahrgästen, die rückwärts fahren, da ist nicht unbedingt mit zu Spaß. Das muss ja auch nicht sein. So, mit leichten Sound vom Bus ist es, glaube ich, ganz angenehm. Und wir fahren durch die Nacht. Das, was ich generell in so einem Let's Play versuche, eigentlich immer zu vermeiden, weil ich weiß nicht, man sieht recht wenig. Also ich finde das nicht so... Ich mag im Dunkeln fahren nicht. Also weder ist im Real Life tatsächlich noch irgendwie im Spiel. Ach. Ja, so ist es. Ich glaube, wir dürfen einmal von der Spur runter, bzw. einfach hier bleiben. Oder einfach einmal überholen. Was ist die Alternative? Ne, du. Ich bin ein bisschen schneller. Ich hoffe, das passt so. Wenn die jetzt alle rüberfahren würden, dann passt das alles ein bisschen besser. Aber nein, ich muss daher bleiben auf meiner Spur. Ach ja, ich weiß nicht, Autobahnfahren ist auch so ein Ding, wo sich jeder gefühlt über jeden aufregt. Jeder findet, dass andere scheiße fährt. Das ist da, glaube ich, noch extremer als in der Stadt. Weil auf einer Autobahn wird halt komplett ein anderes also ein komplett anderer Skill abverlangt. So, können wir hier mal wieder das Problem gucken, mein Mittelspur ist langsamer als hier. Jetzt fahr auf diesen Schwall auf. Und scheiße. So. Seht ihr, das ist kacke. So, jetzt müssen wir quasi einmal hier. Müssen wir jetzt ganz rüberziehen. Hardy hart. Also das sind halt komplett andere Skills gefragt, wie es in der Stadt. In der Stadt musst du irgendwie, keine Ahnung, wenn es grün ist, schnell reagieren und irgendwie immer auf Schilder gucken und so. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir in der Stadt? Gut einparken können ist ganz wichtig, genau, zum Beispiel. Und irgendwie so mitfließen in so einem Stadtverkehr, Rummeldings. Das brauchen wir da eigentlich relativ viel. Das ist was, was du auf der Autobahn, auf der Landstraße irgendwie gar nicht brauchst. Deswegen, glaube ich, ist es an der Fahrschule auch so, dass man eigentlich so ziemlich alles mal gemacht haben muss. Nur gehen die, glaube ich, bei ihrer Definition davon aus, dass alles Stadtkinder sind. Weil ich als jemand, der... Ah, ne, muss ja gar nicht rüber, davon ist nochmal jemand. Ich als jemand, der auf dem Land seinen Führerschein gemacht hat, der hat dann... Was gibt's? Autobahn, es gibt Überland, es gibt Nachtfahrt. Genau, das sind die drei Sonderstunden. Der Rest ist ja quasi in Anführungsstrichen normale Fahrstunden. So, alle Fahrstunden sehen so aus. Man fährt übers Land in das Kaff, in dem die Prüfung gemacht wird, weil man da wahrscheinlich rumgurken wird und das Kaff vielleicht nicht so gut kennt, weil man nicht von der Ecke ist. So, wie sehen Überlandstunden aus? Du fährst über Land. Wie sehen Autobahnstunden aus? Du fährst auf der Autobahn. Und wie sehen Nachtfahrstunden aus? Du fährst nachts auf dem Land. Bin ich dann sehr viel in der Stadt gefahren? Nein, bin ich nicht. Also die Stadtleute sind dann ja mal auf dem Land gefahren, wegen ihren Pflichtstunden auf dem Land. Und ich bin dann nur auf dem Land gefahren. Ja. Aber von dem gehen die davon aus, dass alle in der Stadt wohnen. Das passt dann schon ganz gut. Klar, es ist ja... Natürlich stimmt das wahrscheinlich bevölkerungsverteilungstechnisch so ganz gut. Aber macht halt irgendwie, weiß ich nicht, ganz so viel Sinn. Also ich bin sehr wenig Stadt gefahren bisher. Und ja... Bewege mich in Städten auch relativ gerne mit dem ÖPNV vorwärts. Von daher ist es, glaube ich, auch nicht ganz so wichtig. Also es ist... Finde ich gerade in Städten echt eine praktische Sache. Auf dem Land hast du halt dieses Riesenproblem, aber ach. Ja, es gibt ja auch ländliche Regionen, wo der ÖPNV relativ gut ausgebaut ist. Hier, bla bla, muss man wieder Karlsruhe nennen, ne? Mit dem hier Überlandstadtbahn, bla, Gedöns. Ach ja, ist auf jeden Fall eine super Sache. Aber auch irgendwie da gibt es Leute, die sich wirklich dauerhaft beschweren, oder hatte ich neulich mal wieder Leute. Zwei ältere Damen vom Typ ich meckere über alles und jeden, kennt jeder, und ach, die haben sich beschwert über alles und die Baustellen und also, dass die sich hier erdreisten, und dann wollen die auch jedes Jahr noch mehr Geld haben, und
Ja, die haben da auch noch erzählt, du, also die knöpfen einem so viel Geld ab, da denkst du dir, ja, die kauft sich halt Monatsticket. Monatsticket kostet halt irgendwie, je nach wie viele Waben du halt fährst, kostet halt ein bisschen mehr. Ja, die knöpfen mir für mein Seniorenticket, ja, das kostet dann nicht mal mehr 44, das kostet jetzt 46 Euro oder sowas. Ja, für ein Netzticket im Monat. Ja, das ist schon hart, also da und oh, das ist ja auch gar nicht mal wert, was da ist und das für dieses Geld, was man da nicht alles, was mal wie wir da, ja, zahl dir mal ein Auto, ne? Park mal einen Tag in der Stadt und hast das alles an Parkgebühren bezahlt. Ja, ne, ich weiß nicht, ich bin der Meinung, in Städten sich mit dem ÖPNV fortbewegen oder wenn man halt dort wohnt, eben im Fahrrad, ist eine super Sache, damit kommt man schneller, meistens stressfreier und auch irgendwie, man kommt einfach irgendwie gut an, weiß ich nicht, also ich finde das irgendwie besser. Muss irgendwie keinen Parkplatz suchen und der ganze Mist fällt ihm weg. Also ich finde das gut. Und ja, es ist schon heftig. Also du da, was die da ein Geld aus der Tasche ziehen, das ist ja abartig, du. Das ist ja eine Dreistigkeit. Hast die auch noch ein subventioniertes Ticket hier. Also boah, geht ja gar nicht klar. Was man sich alles aufregen kann. Und die Gesellschaft. Und was ich noch nicht alles weiß. Ja, man kann sich über alles beschweren. Hm. Werden neue Niederflurstadtbahnen gekauft und das ist trotzdem alles scheiße. Die bauen, dass man quasi dann schneller vorwärts kommt, aber es ist alles scheiße. Ja, Und vor allem, ich habe mir dann so gedacht, ich gucke auf die Uhr. Sie sitzen in einer Doppeltraktion neuer Stadtbahn und die Stadtbahn ist pünktlich. Über was beschweren diese Leute sich eigentlich? Ich meine, mich nervt es ja teilweise auch manchmal, dass es vielleicht die Bahn mal einen Ticken später kommt, aber so ist es halt. Ich meine, manchmal denkst du dir, der Bahnfahrer, der trottelt da irgendwie sein Leben vor sich hin, das ist dann halt nochmal so eine Sache. Diverse personalbedingte Fahrtausfälle sind auch immer tendenziell eher nervig, weil du dir denkst, gut, hättet ihr mal früher irgendwie so ein bisschen was dafür getan, Personal ranzurücken, dann hättet ihr nicht seit 3 Jahren Probleme mit dem Personal. Okay, aber ich weiß nicht, wenn man so einen Strich drunter macht, so im Großen und Ganzen, kann man sich, finde ich, wirklich nicht beschweren. Du kommst relativ zuverlässig auch an Tagesrandzeiten relativ gut von A nach B. Natürlich kann man viele tolle Anekdoten erzählen, was denn hier nicht funktioniert, was denn da nicht funktioniert, was hier ein Problem ist, ist hier wieder schiefgelaufen. Das kann man natürlich alles machen. Gibt's auch ganz viel zu erzählen und stimmt bestimmt auch alles, was man da erzählt. Ach, ich muss hier eh raus. Aber ich finde immer, so im Großen und Ganzen geht's einem da in der Stadt mit dem ÖPNV eigentlich schon echt gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Städten ist, aber ich muss sagen, in Karlsruhe bin ich durchaus zufrieden. Das kann man durchaus so machen. Und es ist nicht nur wegen hier, bla bla, Weltvorlage für 2 Systeme, einzigartig, bla, Vorbild für, weiß Gott, was wie viele Städte. Aber einfach so die Tatsache, dass man wesentlich günstiger als mit dem Auto und meistens nicht arg viel langsamer und vor allem, du hast halt einfach Zeit, du hockst dich da einfach hin. Gut, manchmal stellst du dich hin, das lässt sich halt nicht vermeiden. Aber du hast dann einfach die Zeit für dich, deswegen verreise ich auch ehrlich gesagt ganz gerne mit der Bahn, weil, ja, ne, also du musst halt währenddessen nichts machen. Du hast die Zeit währenddessen dann einfach zur freien Verfügung, also quasi frei. Und das finde ich eigentlich eine ganz entspannte Sache. Beim Autofahren musst du die ganze Zeit Auto fahren. Deswegen finde ich es auch manchmal immer ganz interessant, mal die andere Seite zu hören, was denn Leute denken, die unglaublich gerne Auto fahren. Da rede ich manchmal ganz gerne mit Kollegen drüber. Einer, der möchte auf sein Auto absolut nicht mehr verzichten. Er kommt auch immer, wenn dann, zu Fuß zur Arbeit. Gut, hat es jetzt nicht weit, da kann er es ganz gut machen. Aber er kommt eben zu Fuß und ansonsten wird mit dem Auto überall hingefahren. Weil Bahn ist ja scheiße. Ja, ich weiß nicht, zur Gamescom sind wir auch mit der Bahn gefahren und das hat alles eigentlich echt gut funktioniert. Das Buchungssystem und das Reservierungssystem ist zwar so ein bisschen strange manchmal. Sagt, der Zug wäre übertrieben überfüllt und bla und wir empfehlen eine Sitzplatzreservierung, weil es voll. Dann guckst du nach einer um, nee, wir haben gar keine Sitzplätze mehr reservierbar. Dann denkst du dir, okay, schön. Richtest dich schon mal drauf ein, dass du stehen kannst und dann kommst du in den Zug. Ja, halb leer. Denkst du dir auch, schön? Okay, danke für die Info. Aber besser so, als dass du dann so einen blöden Sitzplatz da kaufst und dann brauchst du den gar nicht, weil jeder Zug frei wäre, von dem her passt das schon ganz gut.
Auch wenn ich ehrlich gesagt, naja gut, man kann es natürlich verstehen. Es gibt da dieses, gibt auch wieder Leute, die sich beschweren. Ich weiß, ich beschwere mich auch öfters mal in Let's Plays ganz gerne. Ich meck auch mal ganz gerne rum. Aber es gibt ja eben diese Tatsache, dass du bei der Bahn eben quasi für einen Sitzplatz bezahlen musst, also eine Sitzplatzreservierung machen musst. Ich habe mir das dann so erklärt, wenn man zum Beispiel mit älteren Intercity-Wagen fährt, ja, siehst du ja eben noch diese Reservierungsteile, wo da wahrscheinlich so Reservierungskärtchen reinkommen, wo dann halt so ein Zugbegleiter durchlaufen muss und das quasi händisch machen muss. Nebenher kann ich es verstehen, dass das früher mal Geld gekostet hat, sich einen bestimmten Sitzplatz zu reservieren. Damals wahrscheinlich wirklich noch einen bestimmten Sitzplatz. Da ging es dann wahrscheinlich darum, ich möchte gerne hier und da sitzen. Hast du dafür halt Geld gezahlt, weil da jemand mit dem Kärtchen durch die Gegend läuft und das dann da einsteckt. Heutzutage ist es natürlich digital. Da kann man sich natürlich fragen, A, warum kosten Sitzplatzreservierungen immer noch Geld? Und B, warum muss ich überhaupt einen Sitzplatz reservieren, wenn ich das zum Beispiel im Fernbus nicht muss? Das fragt man sich im ersten Moment natürlich, das habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum das denn so sein könnte. Ich bin zum Ergebnis gekommen, wahrscheinlich ist das in Anführungsstrichen ein Problem. Die Tatsache, dass es ja bei der Bahn nicht nur den Sparpreis gibt, wo du dich jetzt auf einen bestimmten Zug festlegst, sondern du legst, es gibt ja den Normalpreis oder Flexpreis heißt das Ding jetzt da, glaube ich, wo du quasi einen Tag buchst, wo du dann von A nach B fahren kannst, egal wann du willst, mit dem ICE, so, mit sämtlichen ICEs, die da fahren. So, da hat die Bahn natürlich absolut keine Info drüber, mit welchem Zug du fährst. Von dem her kann sie dir dort auch keinen Sitzplatz garantieren. Und da kommen noch so Sachen wie Bahncard 100 dazu, wo du dich sowieso dauernd in jeden Zug setzen kannst, in den du willst. Da ist natürlich auch nicht klar, mit welchem Zug man fährt. Und dann kommen halt natürlich auch mal solche Sachen zustande, dass einige Züge halt sehr voll sind und andere Züge halt nicht. Da finde ich es aber, ehrlich gesagt, eine gute Sache, dass es eben diese Algorithmuspreise gibt, die, ich weiß, ich fahre auch wieder auf der Mittelspur, aber ja, gibt es ja eben diese algorithmusgesteuerten Preise, die dann sich eben danach richten, wie viel Nachfrage jetzt auf einem bestimmten Zug ist. Und der Zug wird dann eben dementsprechend teurer, um das Ganze so ein bisschen zu verteilen. Das ist ja von dem Ansatz her mal gar nicht schlecht. Weil es da ja auch viele Leute gibt, die meckern. Jetzt bin ich halt bei der Anti-Meckerei. Ich meckere mal über Leute, die meckern. Die eben sagen, ja, du kannst das ja voll. Ich meine, du kannst da alle zwei Tage mal reingucken, das kostet immer was anderes. Und wenn ich 10 Minuten später fahre, kostet was anderes. Ja, aber genau das ist doch der Punkt. Weil der Zug 10 Minuten später ist halt voll. Und dann, ja, Angebot, Nachfrage. Ist ja auch so ein bisschen dieses grundlegende Marktwirtschaftsdings da. Wenn das Angebot eben immer kleiner wird und die Nachfrage konstant bleibt oder größer wird nach einem bestimmten Zug, dann steigt der Preis. So, und dann versucht man das eben so ein bisschen zu verteilen. Das ist noch ein angenehmer Nebeneffekt dabei. Wenn es teurer wird, dann nehmen dieses Angebot dann hoffentlich wahrscheinlich vielleicht weniger Leute an. Und somit hat man dann die Theorie eines recht gleichmäßig verteilten und ausgelasteten Zugs. Theoretisch zumindest, ne? Wenn es dann halt eben diese flexiblen Reisemöglichkeiten nicht gäbe, auf die viele Leute eben natürlich aber nicht verzichten wollen. Von daher haben die auch alle ihre Berechtigung, dass die da sind. Und deswegen kann man halt eben mit einem Ticketkauf tatsächlich nicht garantieren, dass man einen Sitzplatz bekommt und deswegen muss man das halt eben noch reservieren. So, das war so mein Versuch, eine Erklärung, wie das so zustande kommt. Da gibt es ja schon noch 1000 andere Faktoren, die mit einfließen. Ich meine, beim Fernbus gibt es ja in Anführungsstrichen nur den Sparpreis. Deswegen finde ich es auch immer echt amüsant, wenn es Dokumentationen gibt, die Bahn und Fernbus vergleichen und das dann mit dem Normalpreis vergleichen. Weil, ich meine, beim Fernbus kannst du nicht sagen, ich möchte gerne sowas wie den Flexpreis haben. Ich möchte alle Linien nutzen können, die von da nach da fahren an dem Tag. Nee, du buchst ja wirklich bei dem jeweiligen Busunternehmen über Flixbus-Ticket für genau diese Linie, die von genau dem Betreiber betrieben wird. Und für nichts anderes buchst du ja. Deswegen ist es ja im Prinzip vergleichbar mit dem Sparpreis. Und da dann zu sagen, ja, und ich, das ist dann ja voll viel teurer, aber wenn ich dabei da im Flixbus zahle ich ja 20 Euro für ein Ticket und bei der Bahn kostet der Normalpreis 125. Hm.
das ist jetzt Faktor so und so viel teurer. Nee, wenn du Glück hast und ein Sparpreisticket kriegst, dann kostet 29. Oder ich glaube, diese 19-Euro-Tickets gibt es ja auch irgendwie generell so immer, habe ich gehört, ohne auch außerhalb dieser Sommeraktion. Von daher, also dieses Sparpreis-Aktionsding. Also hat sich da ja auch durchaus was getan am Markt. Ja, weil gerade so, weiß ich, für Studenten wie mich ist es irgendwie ganz praktisch, wenn du schon einigermaßen zeitig weißt, wann du wohin reist. Aber schnell. Ist die Sache mit dem Sparpreis echt eine gute Sache, weil man kann da ganz gut planen. Ich brauche diese Flexibilität irgendwie nicht, weil, ach, der Termin ist doch 10 Sekunden später. Ach, keine Ahnung, brauche ich alles ja nicht. Ich kann mich ja festlegen und dann fahre ich halt wirklich zu dem Zeitpunkt mit diesem Zug von da nach da und zahle dann im Idealfall, wenn es gut läuft, irgendwie diese 19 Euro oder was das da sind. Wenn ich die natürlich rechtzeitig kriege, ist natürlich auch der Punkt. Ja, im Idealfall natürlich ohne tausendmal umzugehen. Ja, du bist doch ein Penner, bist du. Ja, genau dich meine ich. Genau dich meine ich. Warum habe ich auf... Sehr autoritär, die Wupe, muss ich sagen. Das ist furchteinflößend. So, eieiei, das hat das aber nachgeladen, du. Wir haben jetzt noch 300 Kilometer. Das heißt, wir haben jetzt so ganz, ganz, ganz grob die Hälfte. Das heißt, den nächsten Rasthof könnte man ja vielleicht mal anfahren, um vielleicht ein kleines Folgenpreußen zu machen. Jetzt haben wir aber genug Verkleinerungen hier benutzt. München-Nürnberg noch geradeaus. Wir sind wahrscheinlich an 1000 Rasthöfen vorbeigefahren. Bis, also jetzt ins Spiegel gucken ist auch echt zu viel verlangt, gell? Nee. Also diese Dinge habe ich noch nie verstanden, was das hier soll. Ja klar, es spawnt halt eine neue Spur, aber mit diesem... Ach, ist hin und her gewackelt, das finde ich nicht gut. So, haben wir jetzt irgendwo gleich eine Raststätte oder nicht? Nein, haben wir nicht. Das heißt, ich stelle mich jetzt hier mal in die Auffahrt. Jo. So, dann steigen wir einmal aus. Schön und Dach. Ich hätte gerne ein bisschen heller irgendwie. Kann ich das... So. Frisches Licht. Die Tür wollte ich nicht aufmachen. So. Dann sehen wir euch ein paar netten Menschen ja auch mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. An der Stelle bei euch. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi.